Herzlich willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amata Bayerl. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Heute kommt mein Gruß aus Ecuador zu dem Thema 9 Monate, 9 Länder, ein Traum. Ja, im Januar sind wir aufgebrochen, sind jetzt 9 Monate unterwegs und haben, wie gesagt, 9 Länder kennenlernen dürfen, ein bisschen zumindest, und einen großen Traum verwirklicht. Wir sind ja im Januar gestartet in Thailand. Und Thailand ist wirklich ein Land, wo ich sagen muss, das hat mich absolut fasziniert. Wir sind in Bangkok ja gelandet, waren ein paar Tage in Bangkok und haben von dort aus als allererstes die kleine Insel Koh Phangan besucht. Da wäre ich gerne länger geblieben am Strand. Da waren wir einfach zu kurzfristig dran, nur noch für eine Woche dieses Strandhäuschen. Wir haben uns entschieden, okay, dann nutzen wir zumindest diese eine Woche. Koh Phangan ist eine wunderschöne kleine Insel, die ich jedem empfehlen kann, der ein bisschen ausspannen möchte und einfach auftanken möchte. Koh Samui war unser nächster Step, die größere Insel ganz in der Nähe. Auch das war ein wunderschöner Platz, ein wunderschöner Ort. In Thailand ist es ja so, dass mir vor allem auch das Essen sehr gut geschmeckt hat. Ich habe Pad Thai geliebt, ich habe auch diese ganzen Curries geliebt. Den Strand, die Sonne, die Menschen, es war einfach richtig, richtig schön. Wir haben in Thailand noch eine dritte Insel gemacht, Koh Tao, weil wir einfach in Thailand ein bisschen mehr sehen wollten und das Koh Tao auch so eine Empfehlung war. Und auch das ist wirklich insbesondere für Surfer oder Taucher natürlich sehr, sehr schön. Die Sonnenuntergänge sind einfach sensationell. Also Thailand war wirklich der Auftakt unserer Reise und ich kann nur sagen, rundum schön. Wir werden ganz sicher wieder nach Thailand fliegen und uns noch andere Plätze dort anschauen. Und ich kann mir in Thailand auch wirklich vorstellen, mal für längere Zeit zu sein. 2, 3 Monate, 4 Monate. Dort ist ja auch ganz viel diese Szene vertreten von den digitalen Nomaden. Also Menschen, die von unterwegs aus arbeiten. Es gibt da diese Coworking Space ganz viel. Und auch in Bali übrigens, aber in Koh Samui und in Koh Phangan sind sie auch stark vertreten, haben wir uns übrigens auch angeschaut. Und auch das ist was sehr, sehr Schönes. Ja, weiter ging es bei uns dann nach Kambodscha. Kambodscha war so eine Empfehlung, sich das anzuschauen. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh und dankbar, dass wir nach Kambodscha sind als zweiten Step. Denn Kambodscha ist wirklich im Vergleich zu Thailand, kann man sagen, noch 20, 30 Jahre in Anführungszeichen hinten dran. Das merkt man überall. Wir sind eingeflogen und beim Fliegen ist es relativ einfach, in das Land zu kommen, denn wir hatten genau nur 3 Monate Zeit für Asien, weil ich ja dann eine Einladung hatte nach Texas. Aber Kambodscha war so wirklich, was soll ich sagen, die Menschen auch sehr freundlich, die Armut sehr stark ausgeprägt. Wir waren ja dann auch eine ganze Zeit lang am Strand. Da muss ich sagen, war der Strand natürlich im Verhältnis zu Thailand überhaupt kein Vergleich. Also da ist Thailand in meinen Augen ganz was anderes. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass wir Kambodscha uns angeschaut haben. Übrigens auf dieser kleinen Insel Rabbit Island, da hatten wir auch einen wunderschönen weißen Sandstrand und kristallklares Wasser. Da gibt es auch nur 10 Familien, die dort leben. Das war also auch etwas sehr Schönes. Aber jetzt direkt vom Land aus die Strandseite weniger, das Land selber anzuschauen, lohnt sich absolut. Wir haben allerdings festgestellt, wir haben ja gesagt, wir wollen an sich einen Monat pro Land haben.
In Kambodscha haben wir dann entschieden, 3 Wochen genügen uns für dieses Land und sind dann weiter nach Vietnam. Vietnam, da reichen normalerweise 2, 3 Wochen nicht, da braucht man länger Zeit. Da hatten wir allerdings die Herausforderung, dass wir im Vorfeld kein Visa beantragt haben, weil wir für Thailand und Kambodscha gesehen haben, das kann man auch unterwegs machen, hatten für Thailand und Kambodscha unser Visa. Und bei Vietnam ist es dann so, dass man zwar das E-Ticket beantragen kann, aber man müsste dann dazu fliegen. Dazu hätten wir wieder zurück in die Hauptstadt fahren müssen. Das wären 5 Stunden gewesen, um dann nach Saigon zu fliegen. Und dann, ich sage von dort aus, wir wollten ja auf eine Koh Chang, auf die Insel auch, wieder auf die Insel zu fahren, wieder irgendwie 5 Stunden unterwegs zu sein. Das war ausgesprochener Blödsinn, denn wir waren schon unten an der Küste, nur ein paar Kilometer vor Vietnam. Und von daher haben wir uns entschieden, einfach die 2 Wochen zu nutzen, die man visafrei einreisen kann, um uns so einen Eindruck zu verschaffen. Und da hat uns unser erster Weg nach Koh Chang geführt. Das ist eine Insel, die, ich sage jetzt mal, da entsteht gerade sehr viel an Tourismus im Moment. Viele Einheimische machen dort auch Urlaub, aber viele, viele andere Touristen kommen dort auch hin. Und es ist eher nicht das ursprüngliche Vietnam. Und dennoch ist es etwas, wo, wo man sich wirklich auch wohlfühlen kann. Wir haben so eine kleine Eco-Lodge gehabt dort. Da sind die Kühe auch durchspaziert, haben aus dem Pool getrunken. Das Meer war wunderschön dort auch. Es war sehr heiß. Es war ja auch dann schon März, wie wir dort waren, aber war wirklich schön. Und auch Saigon als Hauptstadt wirklich beeindruckend. Es lohnt sich, das mal gesehen zu haben, wobei für mich persönlich war es so der Punkt, paar Tage reichen mir in einer Stadt. Ich schaue mir die gerne an, ich finde es wunderschön, auch die Begegnungen in den Städten, auch das Essen, auch Straßenfood auszuprobieren, einfach sich so ein Bild zu machen, einen Eindruck zu verschaffen, das hat schon was. Und wir haben ganz klar beschlossen, Vietnam ist ein Land, wo wir auch nochmal hinreisen werden, denn da wollen wir uns tatsächlich dann ja all die anderen Sachen noch anschauen, von der Neubucht angefangen, einfach durch das Land zu reisen. Das steht auf unserem Plan, um nochmal dabei zu sein. Ja, wie gesagt, dann war ich ja eingeladen nach Texas. Das ist das Schöne ja in meinem Business, dass wir in der Regel zweimal im Jahr eingeladen werden. Und da hatten wir ja in den vergangenen Jahren Hawaii und Südafrika und Dubai, Singapur, Mexiko. Also so Länder, die mich so erst auf den Geschmack gebracht haben des Reisens. Vorher habe ich ja immer gesagt, ja, reisen wir. Von meiner Familie her kenne ich Italien und Österreich so zum Verreisen. Und im Kloster war Reisen ja eh nicht angesagt. Es war an sich ja kein Thema. Aber durch meine berufliche Tätigkeit war einfach so, ja, die Lust am Reisen entdeckt worden. Und das hat ja auch mit dazu beigetragen, dass wir uns für die Weltreise entschieden haben. Ja, wie gesagt, in Texas durften wir dann sozusagen unser Weihnachtsgeld abholen, unser 13. Monatsgeld, wenn man so will, die Gewinnausschüttung. Denn in einer guten Network-Firma ist ja so, dass nicht die Anleger, dass die in der Regel nicht an der Börse sind, sondern dass die Empfehler, die Teilnehmer auch von diesem Gewinn eine Ausschüttung erhalten. Und deswegen waren wir dann in Texas und sind von dort aus dann nach Costa Rica geflogen. Costa Rica, das war so mein Traum. Da habe ich gesagt, da möchte ich unbedingt hin. Ich hatte so viel gehört. Karl Sander hat gesagt, er war überall auf der Welt unterwegs seit vielen Jahren. Wenn er irgendwo wohnen wollte, dann wäre es Costa Rica. Und egal, wen wir gefragt haben, Costa Rica war immer der Punkt, wo jeder gesagt hat, das ist das Land, da möchte ich hin. Ja, und wir kamen dann nach Costa Rica und haben als erstes Mal uns einen Mietwagen geliehen, um ja mal selber das Land so ein bisschen erkunden. Wir haben uns entschieden, 3 Wochen durch das Land zu fahren und zu schauen, wo es uns am besten gefällt und wo wir uns vielleicht länger niederlassen wollen. Und ich muss sagen, ein Platz war wirklich schöner wie der andere. Es gab so viele schöne Orte, egal ob das in der Nähe vom Vulkan war, diese heißen Quellen,
ob das an den Stränden war, da ist jeder ganz anders. Also das ist wirklich unglaublich. Ob es die Nationalparks waren mit den Vögeln. Ich glaube, Costa Rica hat die meisten unterschiedlichen Vogelarten. Und in diesem, ha, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr von dem Nationalpark, da sind die wohl 80% davon vertreten, von diesen vielen Vogelarten. Die Affen, Monkeys, ich liebe sie sowieso, ja, auch die gibt es dir natürlich. Die Papageien, unglaublich. Wir sind also durch Costa Rica gereist, haben viele schöne Plätze gesehen, viele schöne Orte, waren auf der pazifischen Seite genauso wie im Landesinneren. Im Landesinneren haben wir uns nur relativ kurz aufgehalten, was den Weg von der Panamerika betrifft, denn da hat es in Strömen geregnet, deswegen sind wir da einfach weitergefahren und sind dann auf der Karibikseite hängen geblieben. Da, wo uns alle gewarnt haben. Da drüben ist es gefährlich. Also, da haben uns gewarnt Touristen und haben uns die Einheimischen gewarnt. Und wir haben an sich nur vorgehabt, da kurz hinzufahren und sind dann tatsächlich dort geblieben. Und die Menschen dort waren noch mal entspannter. Und was gefährlich betrifft, ich glaube, wir sind einmal, oder Christoph ist einmal angesprochen worden auf dem Joint, aber das war alles. Ansonsten haben wir da dann 4 Wochen verbracht in einem kleinen Häuschen El Principito erst und dann bei der Mirta. Ziemlich in Strandnähe, da kann man mit dem Fahrrad sehr viel erreichen und es gibt auch hier wunderschöne Strände, die etwas ruhiger sind wie auf der pazifischen Seite. Ja, an sich wären wir, glaube ich, da sogar noch länger geblieben. Wenn wir nicht, und das ist ein Punkt, man muss ja immer, wenn man einreist in ein Land, die Ausreise vorlegen. Damals wussten wir noch nicht, dass man da einfach ein Ticket buchen kann und das vorlegen kann. Da sind wir heute ein Stückchen gescheiter. Aber wie gesagt, wir haben dann einfach ein Ticket gebucht gehabt von Panama aus nach Kolumbien und mussten dann sozusagen ausreisen und sind dann von Costa Rica aus mit dem Bus nach Panama weitergefahren. Erstmal mal nach Bocas del Toro. Und dieses Bocas del Toro, das ist einfach unglaublich. Also sowas Schönes an Inseln ist ja einfach herrlich. Ganz anders wieder, kein in der kleinen Insel, wo wir waren, kein Sandstrand, sondern hier ging so eine Wasserrutsche direkt ins Meer. Viele Seesterne, wir haben dort Delfine gesehen, direkt in unserer Bucht auch. Vögel natürlich, also überhaupt Tiere sind ja unglaublich viele zu sehen. Es ist viel Natur. Es ist in diesem Bocas del Toro gibt es ganz viele unterschiedliche Unterkünfte. Wir haben eines gewählt, wo wir wirklich den Blick auf das Meer runter hatten und wo es eine Verbindung gab zwischen Hostel und privaten Räumen und gemeinsames Abendessen. Das fand ich total schön. Also wir sind jeden Abend konnte man raussuchen zwischen 3 Gerichten und dann saßen wir abends zusammen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern. Dort gab es übrigens auch immer wieder viele Deutsche, auch die dort waren. Die meisten sind aber nur 1, 2 Tage geblieben. Wir haben fast immer geschaut, dass wir eine Woche bleiben, weil ich das einfach viel entspannter finde. Ja, eine Woche wo zu sein und ein bisschen sich einzuspüren oder mindestens eine Woche zu sein. Von Bocas del Toro aus sind wir dann auch hier ins Landesinnere mit dem Bus weitergefahren, haben uns Bergdörfchen angeschaut, einen Strand, da habe ich 12 Kilometer langen Sandstrand, wo keine Menschenseele zu sehen war, an all den Tagen, wo ich dort war. Wir waren, ich glaube, auch 4, 5 Wochen, kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber es etwas länger in Panama. Zum Abschluss natürlich auch noch Panama City uns angeschaut, eine der innovativsten Städte hier. Panama City verbindet so dieses ganz Alte noch mit dem Neuen. Und ich muss sagen, Panama ist ein Land, das wir nicht auf dem Plan hatten, das wir auf dem Weg empfohlen bekommen haben und wo wir sagen, ja, nach Panama kommen wir ganz sicher wieder. Oder das steht auf jeden Fall auf dem Plan, wo ich sage, ja, das wäre ein Land, wo ich auch mich länger aufhalten könnte. Da haben wir auch übrigens einige Deutsche kennengelernt, die dort ausgewandert sind nach Panama, die gesagt haben, Costa Rica ist schön,
Sie finden es in Panama noch schöner. Das ist aber immer so eine Geschmackssache. Da findet man in jedem Land Leute, die von einem ins andere Land kommen. Also muss man einfach selber so ein bisschen ein Gespür entwickeln, was gefällt einem für Urlaub oder wenn jemand überlegt, auch für längere Zeit wo zu bleiben. In Panama habe ich übrigens, ja, das war in Costa Rica übrigens auch, was das Schöne war in diesen ganzen Unterkünften, die wir da hatten. Wir hatten meistens ja Airbnb-Wohnungen. Die Leute bauen selber, haben ihre Avocado im Garten, ihre Papaya, ihre Ananas. Es wächst hier so unglaublich viel an Früchten und die schmecken, Bananen natürlich sowieso, Kokosnüsse, die schmecken sowas von intensiv und gut. Und es wächst alles natürlich durch diese Wärme, durch diese feuchte Wärme sehr, sehr schnell. Allerdings hat es auch die andere Seite. Gerade was gemauerte Häuser betrifft, es zerfällt alles auch sehr schnell und es ist immer sehr viel Arbeit angesagt, wenn man etwas ja schön erhalten möchte. Ja, Panama haben wir dann gedacht, geht's weiter nach Kolumbien mit dem Bus. Das war falsch gedacht, denn es führt bis jetzt noch keine Straße durch Panama oder von Panama nach Kolumbien. Da ist immer noch sind Gorillas unterwegs. Na, jetzt. Na. Ja, ich habe es jetzt nicht. Aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es keinerlei Verbindung. Hier kann man nur mit dem Segelschiff oder fliegen. Da war aber ziemlich schnell klar, für Christoph ist Schifffahren gar nicht wirklich das Richtige. Und deswegen sind wir dann geflogen. Und unser erstes Stopp war Cartagena in Kolumbien. Cartagena ist eine wunderschöne Stadt am Meer mit einer unglaublichen Altstadt. Ich habe mich echt in diese Altstadt verliebt. Hier ist auch das Meer so, dass man dort baden kann. Es ist jetzt nicht der schönste Strand, natürlich, aber es ist wirklich so, dass man baden kann. In Cartagena ist allerdings auch so, dass viele, viele Hochhäuser aus dem Boden schießen und es ja sehr touristisch wird in einem Gebiet von Cartagena. Aber wie gesagt, die Altstadt als solches ist einfach sehr, sehr schön, sehr entspannend und die Kolumbianer als solches unglaublich freundlich. Jeder bedankt sich und freut sich, dass man in sein Land kommt, bedankt sich, dass man hier in seinem Land ist. Das haben wir in keinem anderen Land so intensiv erlebt wie in Kolumbien. Von Cartagena aus sind wir nach Medellín. Medellín ist eine Stadt, ich meine 1500 Meter. Ja, müsst ihr nochmal nachschauen, aber relativ hoch gelegen. Das Spannende für mich ist, nee, über 2500, glaube ich. Das Spannende war, dass hier alles grün ist. Also, obwohl so weit oben ist, ist alles grün. Und diese Stadt hat das ganze Jahr Frühlingstemperaturen. Das war die Empfehlung, warum auch viele dort leben und leben wollen. Auch Ausländer, auch Aussiedler sind gerne dort. Auch Airbnb-Wohnungen gibt es hier in Medellín relativ viele. Und hier ist ein Stadtteil, wo ich sage, also wir haben erst außerhalb gewohnt mit dem Blick in das Tal runter, in die Stadt, in die Millionenstadt, wo ich allerdings sagen muss, das ist. Ich habe es ja überhaupt nicht mit Stadt, aber Medellín war eine Stadt, hat mich fasziniert, weil da so viel Grün war. Also rundum einfach Berge und Hügel und unglaublich viel Grün. Und unten in der Stadt gibt es viele verschiedene Stadtteile. In einem dieser Stadtteile, wo wir dann auch nochmal 3 oder 4 Wochen waren, 3 Wochen glaube ich, da sind viele Kneipen, Bars, Restaurants, auch Boutiquen, ja, sehr ausgerichtet auf Gäste auch schon und sehr international. Also hier trifft man auch Menschen aus allen möglichen Ländern. Hier ist wirklich ein Ort, wo man sich absolut wohlfühlen kann. Wir haben zum ersten Mal in Medellín in einem Hochhaus gewohnt, in einer Wohnung mit einem traumhaften Ausblick. Und auch das war mal eine Erfahrung, ja, so zu wohnen. Wir haben in diesen 9 Monaten auch sehr, sehr unterschiedliche Wohnungen uns rausgesucht. Und das war jetzt, wie gesagt, das erste Mal in einem Hochhaus zu wohnen. Und auch das hatte etwas. Für eine gewisse Zeit, muss ich dazu sagen. Von Medellín aus ging es nach Bogotá in die Hauptstadt.
Das ist unglaublich, diese Höhe, ganz flach, ganz anders wie Medellín. Da waren wir allerdings nur relativ kurz und hatten von da aus ja einen Kurs gebucht, einen Tantra-Yoga-Seminar in Sogamoso. Das war noch weiter in den Bergen drin, noch höher oben. Da war es sehr, sehr frisch in dieser Woche, wobei die uns gesagt haben, das sei das erste Mal seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass sie es dort so frisch haben. Es war eine schöne Woche, aber wie gesagt, etwas kühl. Und wir haben uns dann gut eingepackt dort mit diesen Ponchos und haben dann von dort aus auch noch die Umgebung uns kurz angeschaut. Unglaublich, was auf über 3000 Metern, ja, die Seen, die Vegetation, wie grün es ist, die Freundlichkeit der Menschen, allerdings natürlich auch wieder diese ganz, ganz einfach. Und einfach und heruntergekommen sind für mich immer zwei Paar Stiefel. Und leider war es oftmals auch so, dass es nicht so gepflegt war. Von Medellín aus übrigens haben wir auch kurze Ausflüge gemacht. Da gibt es einen Ort, der sich komplett neu, wie sage ich es mal, neu ausgerichtet hat, sich wirklich aufgebaut hat wieder. Und in einem strahlenschönen Licht erscheint. Das hat immer zwei Seiten. Natürlich lockt es dann auch sehr viele Touristen und sind die Einheimischen dann nicht mehr ganz so unter uns, unter sich. Und auf der anderen Seite bringt es natürlich auch ein Stück Wohlstand in so einen Ort, in eine Stadt. Kolumbien war wirklich ein Land, wo wir nur ein paar Punkte angeschaut haben, nur so reingeschmeckt haben. Kolumbien ist ein großes Land mit sehr, sehr freundlichen Menschen. Da könnten wir uns vorstellen, noch sehr viel mehr anzuschauen. Wir hatten auch noch einiges vor, wollten aber unbedingt auch weiter nach Ecuador und haben von dort aus dann von Kolumbien uns für Ecuador entschieden. Übrigens, Kolumbien stand auch nicht auf dem Plan. Also wir haben ganz oft unsere Pläne geändert. Kolumbien war auch eine Empfehlung und eine mega gute Empfehlung. Ecuador hatten wir auf dem Plan. Und da sind wir als erstes nach Cuenca, weil wir in Kolumbien ja in den letzten Wochen da etwas gefroren hatten und haben gesagt, wir wollen dann nicht nach Quito, da ist es ja auch, Quito liegt auch sehr hoch und ist eher sehr kühl. Deswegen sind wir erst nach Cuenca und haben gesagt, wir fahren von der Seite aus, schauen uns das Land an. Cuenca hat auch eine unglaublich schöne Altstadt, richtig zum Wohlfühlen, was die Altstadt betrifft. Ist auch so umringt von Bergen. Ja, es ist schwer, das zu beschreiben. Ich glaube, es gibt viele Länder, viele Städte, da muss man einfach dort sein. Ich werde in meinem Buch und ich werde auch schauen, dass ich noch ein paar Bilder veröffentliche. Man hat mit Bildern vielleicht einen anderen Eindruck oder mit Videos. Beschreiben kann man es oft gar nicht so wirklich. Aber es ist etwas, wo ich sage, es lohnt sich, sich das anzuschauen. Wir waren, glaube ich, auch fast 2 oder 3 Wochen dort und sind dann nach Guayaquil weiter. Das ist unten dann fast am Meer wieder. Auch das eine beeindruckende Stadt, sehr, sehr unterschiedlich ja, vom Fortschrittlichen und von der Armut her, also sehr, sehr verschieden. Haben dann von dort aus ganz überraschend einen Abstecher gemacht nach Peru. Denn in Peru hat man uns gesagt, also wir wollten an den Strand, wir wollten noch ein bisschen Wärme haben. Und dann haben wir ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, ja, es gibt in Ecuador schöne Strände, aber viel schöner sei es ganz in der Nähe in Mancora in Peru. Und dann haben wir kurzerhand uns entschieden, nach Peru reinzufahren mit dem Bus und dort am Strand zu sein. War auch wunderschön, ist ein kleiner Ort, wo ja, ganz viele Surfer inzwischen sind. Mancora, das war der Ort, wo wir dann die Wale auch gesehen haben, diese riesen Wasserschildkröten, das ist faszinierend gewesen. Der Strand sehr schön, angenehm, auch wenig Menschen um diese Zeit, weil wir ja sozusagen in der Regenzeit unterwegs waren. Also kann ich absolut empfehlen. Allerdings mussten wir dann sozusagen wieder zurück, weil Christoph einen Termin hat in Deutschland, einen kurzen, und deswegen konnten wir jetzt nicht
in Peru dann weiterfahren oder ja, uns Peru das Land dann weiter anschauen, sondern sind dann zurück nach Ecuador. Am Strand entlang waren da in Los Frailas, einer Bucht, Nationalpark. Ja, da kann man mit den Delfinen schwimmen in der Bucht. Das heißt, man muss nicht mal rausfahren. Da sind die Wale draußen. Da war einfach faszinierend. Von Los Frailas weiter sind wir dann am Strand entlang gefahren. Wir waren jetzt hier noch durch das Land fahren, nach Quito noch natürlich, den Äquator sozusagen, Punkt da besuchen, uns die Hauptstadt anschauen und dann werden wir schauen, wie es für uns weitergeht. Das waren mal so unsere ersten 9 Monate, unsere ersten 9 Länder, die wir angeschaut haben. Kolumbien sicher ein Land, wo wir auch noch mal hinwollen. Ecuador war schön anzuschauen, ist jetzt vielleicht hier in Mompiche, wo wir jetzt im Moment gerade sind, sagen manche, wenn man hier ist, verliebt man sich und bleibt da. Und ich muss auch sagen, wir haben ja Stefano kennengelernt und Chrissy, der Ausblick ist ein Traum. Und dennoch merke ich für mich, ich würde nicht da bleiben. Ich verliebe mich zwar in den Ausblick und finde es wunderschön, aber leben auf Dauer möchte ich hier nicht. Ich könnte mir vorstellen, mal ein paar Monate hier zu sein, ja, aber nicht auf Dauer. Und das ist so das Schöne, auch auf dieser Reise festzustellen, ich kann und darf meinen Traum leben, nämlich, ja, zu reisen, viele Länder kennenzulernen, viele Menschen kennenzulernen, vor allem die Natur, also so Erlebnisse zu haben, auch beim Schnorcheln mit den Walen, also ganz viele so Dinge zu erleben. Unabhängig zu sein, was auch das Business betrifft. Ja, ich habe ja zum Glück mir ein residuales Einkommen aufgebaut, sodass wir reisen können, weil von Christoph seiner Seite aus ging es ja nicht. Der hat ja ein klassisches Business gehabt. Wenn der nicht arbeitet, kommt einfach auch nichts rein und er hat ja sowieso seins jetzt auch beendet. Also von daher ist es gut, dass es mein Business gibt. Und zum anderen auch, ich habe ja mich entschieden, irgendwann auf der Weltreise, dass ich so 1, 2 Tage was arbeiten möchte, weil ich gemerkt habe, mir gefällt es auf der Reise, aber ich finde es auch schön, von unterwegs aus Interviews zu führen oder mit Menschen zu sprechen, Menschen zu begleiten, dass sie selber auch ein erfülltes, finanziell freies Leben haben können. Also all das ist so möglich. Mein Traum von Leben genießen hat sich damit verwirklicht. Und Leben genießen ist für mich so in jeder Hinsicht. Das fängt an vom, ja, ich sage es mal morgens, dass ich einfach ausschlafen kann, dass ich dann aufwach, ja, oder aufstehe, wenn ich aufstehen möchte. Dass wir morgens am Strand spazieren gehen. Das geht natürlich in der Stadt nicht, aber das war so ein Traum, das gefällt mir total gut. Aber dass ich einfach selber entscheiden kann, wo ich mich gerade aufhalte, wo ich zum Essen gehe, was ich tagsüber mache, ob ich jetzt einfach nur lese, ob ich was arbeiten möchte, ob ich ja schwimmen möchte, ganz gleich, ich kann selber entscheiden, was ich tue. Und diese Freiheit war mir persönlich ganz, ganz wichtig und die kann ich hier auf der Reise leben. Und deswegen ist diese Reise für mich so enorm schön, dass ich sagen kann, ich kann jederzeit nach Hause, wenn ich das möchte. Und ich kann aber auch jederzeit einfach noch ein Stück weiterreisen und das genießen, was für mich wichtig ist. So viel zu den 9 Monaten, 9 Ländern. Gib mir gern Empfehlungen oder Tipps, wo es denn weitergehen soll, denn du hast gehört, ich hatte viele Länder nicht auf dem Plan und bin erst auf dem Weg dazu gekommen. Von daher freue ich mich über deine Empfehlungen, deine Tipps. Und zum anderen natürlich wünsche ich dir, dass du auch deine Träume lebst. Ob das eine Weltreise sei oder ob das Zuhause sein, Zeit mit deinem Liebsten, deinen Kindern, deinen Enkelkindern verbringen, was auch immer sein mag. Ich empfehle dir wirklich, hör auf dein Herz, was ist dir wichtig. Such nach Wegen, wie das möglich ist, da unterstütze ich dich gerne dabei und geh den Weg, denn unser Leben ist so kurz. Genieß jeden Tag aufs Neue. Carpe diem, pflücke den Tag. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag. Ich freue mich
wenn du die Folge teilst, wenn sie dir gefallen hat, über eine Bewertung in iTunes. Und natürlich, wenn du magst, komm gerne in unsere Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben mit deinen Träumen. Deine Amata. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amatas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst. Schau einfach unter www.amatabayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeigt dir Amata gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt, dann zeigt dir Amata, wie du in 6 Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeigt dir Amata, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amata Bayer.